Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Shiggy David, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video, es ist komplett ungeplant, ich möchte einfach nur mal loswerden, was mir auf dem Herzen liegt. Es geht um 200.000 Abonnenten und mehr. Es geht um Schönheits-OPs oder keine Schönheits-OPs. Es geht um letzte Videos, geht es nochmal, und es geht einfach nur um kleine Ansagen und ja, das möchte ich einfach nur kurz loswerden. Also zuallererst sind wir genau jetzt 217.000 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich wollte mich für 200.000 Abonnenten bedanken, aber ich bedanke mich für unglaubliche 217.000 Abonnenten. Und ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich danke Gott dafür, dass er mich so weit hingeführt hat. Es ist einfach, mit jedem Tag wachsen Ziele vor meinen Augen, die ich haben möchte, und ich erreiche sie, und für mich waren 100.000 Abonnenten so das Krasseste überhaupt. Und dann dachte ich so, wow, wenn du jetzt noch 200.000 schaffst, wie krass ist das denn? Und es sind Ziele, die, wo ihr mich einfach immer höher bringt, und ich weiß, ihr hört es so oft und danke und herzlichen Glückwunsch und alles Mögliche, aber Leute, ihr haut mich um, ich liebe eure Kommentare, ich liebe eure Kritik, ich liebe sie, ich amüsiere mich, ich versuche sie umzuwandeln. Ich finde es voll gut, wenn ihr schreibt, hey, ich finde das nicht so gut, weil ich einfach weiß, okay, das sind nicht so einseitige Menschen, die zu allem Ja und Nein sagen, sondern einfach so, einfach ihre Meinung sagen. Und ich danke euch wirklich für eure Kommentare, für positive Kommentare sowieso. Das haut mich ja immer um, wenn ich so lese, du bist mein Vorbild, oder du motivierst mich, oder zum letzten Video, dieses Beziehungsvideo sozusagen, mein Freund und ich haben unseren Streit geklärt. Oh mein Gott, ich meine, es ist unglaublich, was ich bewirken kann, und ich hoffe wirklich, dass ich noch mehr bewirken kann. Und ich danke euch für jeden einzelnen Abonnenten. Ich danke euch dafür, dass ihr einfach da seid, dass ihr so eine geile Community seid, dass ihr kommentiert und kritisiert und alles Mögliche macht und abonniert und Daumen hoch geht. Und Dankeschön, wirklich. Es fühlt euch richtig geschmust und geknutscht und geküsst und gedrückt und alles einfach. Ich danke Gott, wirklich. Wow! Wow, 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 wow. Okay. Dann wollte ich noch was, als nächstes wollte ich noch mal was zum Video sagen. Es gibt Videos, wo sehr viel negative Kritik drin steht, zum Beispiel in meinem Fanta-Komplimente-Video, weil ich nicht entsprechend angezogen bin, weil ich freizügiger angezogen bin, als anderes gewöhnt sind. Oder zum Beispiel in meinem Video, wo es über Pubertierende geht. Ich mache halt Sachen so, die vielleicht nicht jeder gerne mag, oder das, wo nicht jeder zustimmt. Zum Beispiel, nicht jeder würde so rumlaufen und nicht jeder würde sowas sagen. Ich weiß, dass sehr viele meiner Zuschauer Jugendliche sind in dem Alter, aber ich weiß, dass es Zuschauer sind einfach mit Niveau. Und ich weiß, und deshalb habe ich es mir auch erlauben können, weil ich einfach weiß, dass viele nicht so sind. Ich habe auch viele Kommentare erhalten, ja, du hast recht, und gut, auch Leute, die sagen, hey, du bist noch nicht in dem Alter, wo du sowas sagen kannst, und gut, es gibt Leute, die haben noch viel mehr Erfahrung und ich und viel mehr gesehen als ich. Was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall, ich habe niemandem verboten, sich nicht zu schminken, trag Leggings oder keine Ahnung. Ich habe einfach mal so davon erzählt, was mich einfach nervt. Aber hey, ich war schließlich die Erste, die sich in der Klasse geschminkt hat. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Deshalb, ey, probiert aus. Ihr sollt nur einfach nicht, also ich würde einfach nicht empfehlen, dieses Rauchen auszuprobieren oder dieses andere, sondern schminkt euch lieber und habt halt lieber einen fetten orangen Rand, als draußen Gras auszuprobieren. Ich sag's mal so. Und jeder hat Scheiße gemacht und ich habe auch Scheiße gemacht. Deshalb, Leute, ich bin überhaupt nicht perfekt und überhaupt in gar keinster Weise und so. Bitte nehmt das Video nicht zu ernst und fühlt euch überhaupt nicht angegriffen, wirklich. Das ist einfach nur, ich wollte es mir einfach mal so von der Seele reden. Und ey, jedem das Seine, jeder wie er will. Ich bin schließlich immer die Person, die sagt, jedem das Seine, macht alles wie ihr wollt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, und ich hoffe wirklich, dass einige da draußen nicht zu böse auf mich sind. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Das nächste Thema, was ich gerne erwähnen wollen würde, es geht um Facebook-Bilder, Instagram, Twitter. Twitter eigentlich nicht so. Twitter, ihr seid unglaublich nett. Unglaublich, wow, ich habe jetzt seit 2, 3 Wochen Twitter, und ihr seid unglaublich. Ich liebe Twitter. Ich glaube, das ist meine neue mein neues Lieblingssoziales Netzwerk. Ich habe viele Kommentare unter Bildern, hast du aufgespritzte Lippen, aber die sehen nicht mal aus, also so voll sind sie jetzt nicht, dass man sagen könnte, okay, die sind vielleicht aufgespritzt, aber auf Bildern, da möchte man halt versuchen, sich vom besten Licht fotografieren zu lassen. Und wenn man halt mal ein bisschen
so macht, sieht das dann vielleicht auch leicht aufgespritzt aus. Also ich habe noch keine Schönheits-OPs gemacht. Wenn, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich würde dazu stehen, ich würde sagen, warum. Und wenn ich mir irgendwann irgendwas lassen machen werde, werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Ich werde es kommentieren und verfolgen und alles Mögliche. Deshalb macht euch wirklich keine Sorgen. Ich habe wirklich nichts gespritzt oder so. Ich trage Extensions und Lashes, aber ja, ich habe noch nichts machen lassen. Also alles gut. Nur damit das schon mal so geklärt ist, ne? Also ich wollte mal so ein bisschen, ne? Das nächste Thema wäre dann, viele schreiben, warum lädst du unregelmäßig Videos hoch? Ich habe halt mal einen Tag, da lade ich in 2 Wochen ein Video hoch und in einer Woche 3 Videos. Und ich bin noch so, dass ich mich finden muss, wie meine regelmäßigen Upload-Zeiten sind, weil ich einfach, ich bin ein Mensch, wenn ich ein bisschen persönlichen Stress habe, es kann Schule sein, es kann Beziehung sein, es können Freunde sein, alles mögliche. Ich bin leider ein Mensch, auf den sich das sehr schnell auswirkt. Also das ist leider so eine kleine Schwäche von mir. Ich bin nicht so multitaskingfähig, also ich kann sehr schlecht sowas von sowas trennen. Also wenn mich eine Sache so krass beschäftigt, fällt es mir sehr schwer, mich auf eine andere Sache zu konzentrieren. Und es tut mir wirklich leid, dass viele sich nicht so richtig drauf verlassen können. Ich gebe mein Bestes. Ich habe jetzt viel mehr vor, noch mehr da reinzugehen. Also immer, also mehr YouTube-Videos zu drehen. Wie wahrscheinlich viele mitgekriegt haben, gehen wir wahrscheinlich alle nach Köln. Und da werde ich mich halt noch ein bisschen mehr rein vertiefen können. Und ich hoffe halt, ja, dass ich spätestens dann feste Upload-Tage habe. Und es tut mir leid, Leute. Ich gebe wirklich mein Bestes. Wirklich. So, dann habe ich noch so als allerletztes noch so 2 Fragen. 2. Ich habe mir so eine geile Vlog-Kamera geholt und es macht so Spaß. Und ich bin auch schon am Filmen und am Schneiden und so. Und ich überlege die ganze Zeit, 2. Kanal oder nicht 2. Kanal. Also einfach indem ihr wisst, so, okay, was mache ich tagtäglich? Wenn wir zum Beispiel nach Köln ziehen, ob euch das interessieren würde, wie ich aufstehe, wie ich meinen Tag verbringe. Wenn ihr darauf Bock habt, ich weiß es nämlich nicht so genau, dann bitte kommentiert oder hinterlasst mir einfach Daumen hoch, damit ich weiß, okay, die Leute haben Bock auf einen 2. Kanal. Und ich habe halt schon extrem Bock, aber natürlich müsst, ich möchte ja nicht irgendwie so ein Bullshit da rausbringen, sondern ihr müsst schon, also wenn ihr auch Lust habt, was mich sehr freuen würde, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und dann werde ich auf jeden Fall einen 2. Kanal aufmachen. Viele, jeder hat einen Namen für seine treuesten Zuschauer, für seine treuesten Fans und ich habe viele treue Zuschauerinnen, Zuschauer und ich weiß nicht, vielleicht denkt man so, okay, man ist irgendwie an einem Alter raus, aber ich fühle einfach so ein, ich fühle mich so zu euch hingezogen und ich fühle auch so einen krassen Bezug zu euch und auch, ich merke, wie ihr kommentiert, wie ihr das verfolgt und ich habe einfach, ich würde euch gerne noch tiefer in mein Herz schließen und einfach vielleicht einen Namen für euch haben wollen würden. So, ich habe schon einiges überlegt, ich bin mir aber noch nicht sicher. Wenn ich es weiß, dann werde ich das auf jeden Fall verkündigen. Ich hoffe, einige finden das nicht zu kindisch oder zu albern und so, aber es soll einfach nur ausdrücken, wie gern ich euch habe und wie gern ich mich mit euren Kommentaren beschäftigen und so. Das ist einfach so das Krasseste. So durch diese sozialen Netzwerke kann ich euch ganz close to my heart haben. Und ja, ich hoffe halt, dass mir da irgendwas einfällt, weil viele haben auch schon danach gefragt. Und sobald es mir einfällt, werde ich es ganz fett öffentlich machen und ganz fett erwähnen und ja. So, jetzt habe ich ganz viel darüber geredet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu, weil das einfach ein sehr persönliches Video zu euch hinbezogen ist. Ich freue mich darauf, dass ihr mir sagen könnt, ob ihr Bock darauf habt oder nicht, auf meinen 2. Kanal oder nicht. Und bis dahin verabschiede ich mich auch schon und fühle dich ganz sehr gedrückt und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Muah!